Gott, ein Äther alten Suppi. Fußball! Nein, nur Kulikulis. Watch. Oh. Ich bin dafür. Jetzt! Alle vier! Ding. Manchmal lohnt es sich, ein kurzes Stück zu warten. Tonic Meat? Gut. Oh mein Gott. Genau, hier kommen auch nochmal Gegner, und zwar einfache Flittermäuse. Die kann ich so verprügeln. Oder auch nicht. Oder erst recht nicht. Meine Meinung hat sich gerade geändert. Für so fast jeden Gegner hier brauche ich so das. Mist, das trifft den einen jetzt zwar nicht mit, aber egal. Zwei sind trotzdem kaputt. Oh, hier ist hier unten auch noch ein Stück. Nein, hier unten war nichts. Gut, dann weiter nach oben. Da haben wir einen Gegner, den ich gerade nicht töten will, weil ich hier oben durch will. Ich brauche nicht jeden Gegner abmurksen. Das kann ich machen, wenn ich irgendwann mal trainieren muss, falls ich Glavos nicht besiegen kann. Safe. Und zwar, wo ist die Königin? Dorf der Magie. Was benutzen wir? Ein Objekt, von dem wir komplett geheilt werden, und zwar die Unterkunft. Wing, wing. Weil an dem Boss, den wir jetzt besiegen, brauchen wir MP. Viel MP, weil wir mit normalen Angriffen gar keinen Schaden machen können, glaube ich. Toten Mystikon! Halt, sagt der Toten Mystikon? Entweder das oder ich habe gerade ziemlich einen Mist gesagt, egal. Und dann muss man ausprobieren, wie viel die einzelnen Schaden machen. Eis, Feuer. Und dann wartet er im Moment. Will ich gleich mal ausprobieren, wenn er wieder kontert. Nein, er kontert gut. Im Moment nicht. Es gibt irgendwann eine Phase, wo er kontert und man dann ihn nicht angreifen darf. Na los, greift an. Genau diese Phase meine ich. Das wäre dann Zeit für den Aura-Wirbel. Und der Rest wartet einfach nur drauf, bis er irgendwann angreifen kann, während er aus der Stellung rauskommt. Na los, komm doch. Gegenangriff hat eine Pause. 132. Ansonsten, das ist schon das komplette Prinzip des Kampfes. Einfach nicht angreifen, wenn er auf Gegenangriff ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, was für einen starken Gegenangriff er macht. Der war auf jeden Fall nicht allzu spaßig. War das allgemein bei Bossen, die das machen? Mit Gegenangriff, dass der nicht unbedingt spaßig ist, der Gegenangriff. Hm.
Hallo, es greift an. Bin ich blöd? Na los, komm. Gegenangriff hat Pause. Supi. Na los, Klang, es wird langsam, aber es ist immer Zeit zu sterben. So ewig kannst du nicht aus durchhalten. Wieder ständig Heilung braucht. Ich will halt nicht unter die 100 fallen. Und selbst wenn es nur 3 HP sind. Die können einen verdammt mal in den Arsch treffen. Na los, greif an. Ja. Gerne. So, komm ruhig. Gegenangriff hat Pause, Suppi. Und Feuer. So langsam, aber sicher müsste der doch mal ausgedient haben. Ja, sagte ich es nicht. Er müsste ausgedient haben. Und jetzt ist das auch endlich. Momo, nächste Stufe. Wenn der große Magus, der vor 400 Jahren Lavas erschuf, die menschliche Rasse nur vernichtet hätte, dann wäre die Welt in den Händen der Mystiker. In der mittleren Ära erschuf Argos Lavos, der die Zukunft unseres Planeten zerstören wird. Wenn wir die mittlere Ära besuchen und Magos beseitigen, wird das die Geschichte verändern? Wir können das Tor auf dem Lena-Platz benutzen. Yep, das können wir. Schönstes Transportmittel. Hineinspringen? Klar. Wir können fliegen! Ich finde es immer so schön, wie die in Spielen von 1000 Metern runterfallen und sich nichts tun. Und manchmal sogar noch so richtig schön auf den Kopf. Momos Haus. Uninteressanter Moment. Der Laden ist interessanter. Hereinspaziert. Atama! Ich verdanke dir so viel. Du hast meine Haut gerechnet. Gerettet. Erinnerung zurück, wir haben ihn aus dem Knast befreit. Mann, saß ich in der Tinte. Ich ging auf meiner Geschäftsreise und wurde mit einer Diebesbande zusammen eingesperrt. Die Funktionäre wollten mich ohne eine Verhandlung hinrichten, was wohl in sie gefahren ist. Wir stehen tief in eurer Schuld. Nochmals danke. Das hier sollte Papa nicht erfahren. 10 Ether mit erhalten. Danke. Hey. Papa. Hart am Arbeiten. Aber natürlich, oder? Ja. Okay, also gut. Und Tama, ich schulde dir was. Also noch mehr Belohnungen abfangen. Du und Tama zum Geschäft. Kauf, was immer du möchtest. Hat sie schon. Lass mal Gewehr. So, die hat jetzt ihr Plasmagewehr, dann kann ich mal anfangen zu verkaufen, weil ich nicht mehr brauche. Fellkappe weg, Bronzehelm weg, Stahldegen weg, Bronze weg, Magnet weg, Plasma weg, Magnet weg, Eisen weg, Zinnarm weg, Schnellfeuerkanone weg, Bolzenklinge weg, so. 2 Titanwesten. Unterkünfte habe ich noch genug.
dass sie zu der Zeit schon die Titanwesten haben. Also auf zum Spaß und Freude auf dem Lenasplatz. Hey, wann ist denn der nach Hause gereist? Wenn wir schon mal dabei sind. Mampf, lecker Hühnchen. Wenn wir schon mal dabei sind. Wum. Wum. Willkommen in 600 AD. Ah, stimmt, jetzt werden die ganzen Portale freigeschaltet, jedes Mal, wenn ich gehe. Friedensschlucht AD 600. Klar. Natürlich sind die Gegner hier mittlerweile keine Herausforderung mehr. Die werden nämlich nicht stärker. Heißt, einmal draufhauen, weg sind sie. Na gut, noch nicht für jeden. Aber für die meisten. 22 Erfahrungspunkte. Na gut, Geld geben sie trotzdem noch ein schönes Stückchen. Fußball. Das ist doch schon richtiges Mobbing, oder? Ich meine, nur weil er keine Beine hat und keine Arme, benutzen die wie einen Fußball. Das ist totale Diskriminierung. Der Arme. Egal. Die Brücke habe ich beim letzten Mal noch nicht gezeigt. Die war beim letzten Mal, glaube ich, schon noch zerstört. Die wurde vom letzten Mal bis diesmal repariert. Unsere Nahrungsvorräte sind verbraucht. Ist bereits Nachschub aus dem Schloss Guardia eingetroffen? Nö. Da allerdings auch schon alles, was ich wissen wollte. Unser Ziel ist ja, den bösen Zauberer Magus zu töten. Und vielleicht noch eine Prinzessin zu retten, aber das erledigen wir später. Sorry, but the princess is in another castle. Halt, wer wagt es? Ach, ihr seid's. Bye bye. Bam. Sag mal, wo sind die beiden hin? Tama, Herr, der legendäre Held ist erschienen. Er ist gerade angekommen und spricht mit dem König. Der legendäre Held? Herr damit. Wer soll legendärer sein als ich, hä? Das gibt's doch nicht. Ich bin Gott. Verstanden? Nee, ich bin nur ein Held im Spiel. Kyrus muss uns den Jungen gesandt haben. Kyrus? Oh, Tama, ich habe mein Königreich im Stich gelassen. Da wir nicht wissen, wo Kyrus steckt, ist der Junge mit dem Heldenamulett unsere einzige Hoffnung. Er sucht auf dem südlichen Kontinent nach dem Schwert, das Magus besiegen kann. Okay, halt. Ah, schade, kann ich nicht nehmen. Aber nur um das mal klarzustellen. Der alte Sack unten denkt, hier oben ist der Junge, der ein legendärer Held ist. Und die da oben meinen, der ist im Süden. Der ist aber ziemlich schlecht informiert, oder? Dafür, dass er der Berater des Königs sein soll, sollte es doch eigentlich umgekehrt sein, dass er vor dem König das ganze Zeug weiß. Egal. Vielleicht ist der Junge ja bereits beim König und der hat es nur gar nicht gemerkt. Vielleicht ist er unsichtbar. Das wäre schon was. Unsichtbarkeit. Für länger als 5 Sekunden. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe das Wichtigste. Nein, ich will niemanden ersetzen. Ich habe aus Versehen nur auf der falschen Taste gedrückt. Das Wichtigste habe ich vergessen, warum ich überhaupt ins Schloss gegangen bin. Ich muss da noch eine Kleinigkeit erledigen, damit ich weiterkomme. Und diesmal gehen wir einen anderen Weg. Anscheinend gibt es auch kein einziges Monster in der Zeit. Das Rascheln verrät zwar was anderes, aber anscheinend gibt es kein einziges Monster in der Zeit. Halt. Durch geheimnisvolle Kraft versiegelt. Ja, die kann ich irgendwann auch erlösen. Wobei ich nie alle gelöst habe.
Hey, ho, let's go. Mal sehen, hier kann ich pennen. Hier würde ich gern pennen. Aber es ist gerade etwas schlecht, wenn alle Betten belegt sind. Von irgendwelchen Kriegern, die verletzt wurden, weil sie es einfach nicht drauf haben. Wieso ist ein kleiner Bauerntöpfe eigentlich viel stärker als ein ausgebildeter Soldat? Kann mir mal jemand die Logik erklären? Hey, komm. Was? Mein Bruder? Das kommt davon, wenn man denkt, man sei der Einzige, der für sein Land kämpft. Hey! Hört auf zu meckern! Werdet erwachsen! Sei ruhig, was weißt du schon? Hey, los! So, das war auch schon alles, was wir hier tun mussten. Zum Koch gehen. Wortwörtlich. Ihr seht auch gleich warum. Halt! Nehmt das hier mit. Einmal Rauchfleisch erhalten. Und das ist für euch, nehmt es. Kraftpille erhalten. Yay, Drogen! Und sagt diesem Narren, er möge gesund wiederkehren. Ich hätte vielleicht mein Skype auf umstellen sollen. Wenn ich jetzt ganz Pech habe, wäre ich jetzt die ganze Zeit zugeskyped. Von gewissen Riggern und Deckern und Straßensamurais. Die vier wissen, was ich meine. Also im schlimmsten Fall müsst ihr euch daran gewöhnen, dass ihr jetzt kurzzeitig mal ein Mist sowas hört die ganze Zeit. Nein, das will ich nicht, was will ich nicht? Ach egal. Leute, setze ich jetzt einen Schnitt und werde mich drum kümmern. Also, bis gleich, Leute.